die Bohne. Hallo! Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Da ihr davon nicht genug bekommen könnt, haben wir wieder Aesthetic Stuff bei Amazon bestellt. Ja, und wir selbst können auch nicht genug davon bekommen, Opfer. Wir haben die ganzen Produkte gekauft, um sie zu testen, damit ihr es nicht testen müsst, sondern gleich seht, was ist gut, was lohnt sich und was ist ein Fail. Staub im Hals. Sorry. Geht's wieder? Ja, geht's wieder. Kennt ihr das, wenn man so Staubkeulen im Hals hat und es dann so trocken ist und so staubig? Kennt ihr das, wenn eure beste Freundin einfach die größte Drama Queen der Welt ist? Zeigt das erste Produkt. Voll bitte einen Daumen nach oben da lassen. Dankeschön. Was ist da drin? Eine Kerze. Aber nicht nur irgendeine Kerze. Sind das Steine? Das ist eine Kristallkerze mit echten Kristallen. Fancy, oder? Der Geruch ist auch auf jeden Fall intensiv. Ich finde, es riecht gut. Und es hat so ein Holzdocht. Das ist nicht Wachs. Das ist Plastik oder so. Aber wenn das Plastik ist, dann wird es ja schmelzen. Anzünden, anzünden. Also vom Design passt es ja schon mal wunderbar hierher. Zünden wir diesen fancy Holzdocht an und hoffen, dass die Steine nicht abfackeln. Oh, voll die Riesenflamme. Ja, diese Holzdochte machen halt so Lagerfeuer-Feeling angeblich. Glaubst du, das brennt schneller runter? Der ist ja gleich weggebrannt. In einer halben Stunde gucken wir, was mit den Steinen passiert ist. Diese Holzdochte sollen nämlich so Lagerfeuergeräusche machen. Fürs Feeling. Guckt mal da rein. Die Steine sind einfach reingeflogen und die liegen jetzt alle in der Mitte. Okay, interessant. Hört ihr das Knistern? Mein Highlight. Eine Trinkflasche in Donutform. Das hat in meinem Leben gefehlt, Leute. Das fühlt sich so gut an. Man kann es so leicht halten und trinken und dann wieder zumachen und dann so rumlaufen. Ist so cool. Hier war noch ein zweiter Aufsatz drauf. Der Nuki-Aufsatz. Das ist halt eine Flasche für Babys, damit die das besser halten können. Ich bin verwirrt. Jetzt mal ernsthaft. Ist aber für Riesenbabys. Welches Baby kann das in der Hand halten? Oder ist es für Erwachsene, die gerne nuckeln? Hä? Ich weiß es nicht. Die Flasche heißt übrigens Donutl. Also eine Mischung aus Donut und Bottle. Donutl. Und? Willst du mal dran nuckeln? Nein. Da passen übrigens 800 Milliliter rein. Ich finde es jetzt irgendwie nicht mehr so cool. Komm mir jetzt ein bisschen komisch vor. Ich habe hier gerade eine Babyflasche abgefeiert. Ästhetik, Bürokram, Schreibkram und Schulzeugs. Ich liebe es. Bei dem Thema lässt sie mich eh nicht zu Wort kommen. Psst, das hier kennt ihr bestimmt schon. Du hast nicht meinen Schreibtisch, deswegen darfst du auch gar nicht mitreden. Das sind die Wolkencuttermesser. Die sieht man in jedem Ästhetik Amazon Finds Video. Das sind so Wolken und dann ist hier so ein Regler und dann flups und dann kommt das Messerchen raus. Du darfst auch damit spielen. Messerschere, Licht ist für kleine Kinder nicht. Hör damit. Nimm mal lieber deine Trinkflasche und trink deine warme Milch. Was magst du? Hey, was haben wir da noch? Das sind fancy Stifte. Ich weiß nicht genau, was sie können, aber sie sind toll, angeblich. Oh, wie schön. Oh mein Dear. Oh. Was ist denn das? Da ist so eine komische rote Kappe drauf. Ist das echt ein Schutz? Haben das die anderen auch? Jupp, haben alle. Toll. Damit sehe ich aus wie der Supernerd. Kennt ihr diese Leute? Ich glaube, dein Ohr ist dafür zu klein. Da geht ja ein Windhauch und dann fällt er wieder runter. Ey, du musst jetzt nicht auf meine großen Ohren angehen. Keine guten Hacks heute von uns. Guckt euch einfach nur diese Farben an und genießt. Sind die nicht cool? Warum? Was? Warum? Warum braucht man so viele? Ja, diese Sets sind halt immer gleich so groß. Da kann man halt so ein halbes Büro mit ausstatten. Ich brauche die Teile nie. Wofür brauchst du die? Um was zu beschriften. Oh, die sind sogar so halb transparent. Richtig Ästhetik, Leute. Meine Begeisterung hält sich ein bisschen in Grenzen. Weil du keine Ahnung von sowas hast. Ich habe jetzt so viele Farben zur Auswahl, dass ich mir halt echt die perfekten Farben aussuchen kann, die in den Schulplaner passen. Ich glaube, ich werde mir hier so einen kleinen Sticky Notes Vorrat anlegen. Kann ich einfach genau aussuchen, welche Farben... Oh, das passt ja mal perfekt. Welche Farben in meinen Schulplaner passen. Also auf jeden Fall nehme ich rosa. Das finde ich mega schön. Das sieht einfach aus, als wäre das mit dem gleichen Sticky Note geschrieben. Das ist ja wunderschön. Und jetzt habe ich hier so einen kleinen Vorrat. Und wenn ich eins brauche, nehme ich es mir hier raus. Unsere neuen Schulplaner gibt es übrigens jetzt schon überall erhältlich. Entweder in der Buchhandlung oder online. Ich finde, der ist so schön geworden. Das habe ich ausgesucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht ein bisschen enttäuscht bin. Das sieht im Internet irgendwie fluffiger und größer aus. Ein Kissen. Aber ich musste auch die hässlichste Farbe auswählen, weil es die einzige war, wo kein Versand war. Hier in der YouTube-WG wird es sich gut machen. Du kannst es gerne hier lassen. Ich teste das jetzt. Ist das ein Sitzkissen? Nein, du zermatscht es doch, wenn du dich da gleich
gleich draufsetzt. Und am Ende des Videos sage ich euch, wie es so ist. Also das können wir auf jeden Fall nicht mehr zurückschicken. Nachdem du da eine halbe Stunde draufgehockt bist. Ey, das ist voll gemein. Das will keiner mehr haben. Das kann man als Sondermüll entsorgen. Ich habe noch was ausgesucht und das darfst du testen. Hä? So ein trendy Gürtel. Der sieht aus wie auf dem Mittelaltermarkt. Hey, das gehört unten. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass du das passende Outfit dazu anhast. Macht auf jeden Fall eine schmale Taille. Zurzeit sind Corsagen und Korsette, diese ganzen Sachen, sehr, sehr im Trend. Es gibt Tops und T-Shirts, wo so Corsagen eingenäht sind, die ich mir sehr unbequem vorstelle. Und auch diese Gürtel hier sieht man die ganze Zeit. Ich bin eher Team Oversize. Na, sieht es jetzt besser aus als anders? Schlanken Teil hier. So fühle ich mich aber wohler. Ich habe das jetzt mit so einem Strampelanzug von Sarina angezogen. Hey, das ist kein Strampelanzug. Doch, das ist ein Strampelanzug. Aber irgendwie habe ich kein Outfit gefunden, wozu man diesen Gürtel kombinieren kann. Ich muss das noch ein bisschen probieren. Er passt auf jeden Fall. Er ist ja auch dehnbar und man kann das hier vorne so ein bisschen schnüren. Hinten ist es mit Druckknöpfen. Eine super schlanke Taille. Eigentlich ganz cool. Und wegen dem Gummizug ist es zum Glück auch gemütlich und ist nicht so eine enge Corsage oder so. Wie findet ihr es? Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe, glaube ich, überhaupt kein Outfit, wo ich das anziehen kann. Schreibt mal ihr in die Kommentare, ob ihr das anziehen würdet und wie ihr es findet. Dein Hassprodukt. Gleich zwei Stück. Jeder eins. Wir machen Wettkampf, wer es schneller aufbauen kann. Hey, nicht zerreißen. Ich hab's aufgerissen. Hey, wie geht denn das? Aufklappen und knack, knick. Hä? Knubbel die Bubble. Nein, ich hab's abgerissen. Ich auch. Fertig. Erster, Verkehrster. Was bedeutet Verkehrster? Das weiß ich nicht, das sagt man so. Das ist ein Spruch. Erster Verkehrster, zweiter Gescheiter, dritter Verliebter. Ich bin immer noch nicht fertig. Mann, wie geht denn das? Wieso kann ich das nicht? Ich bin immer die Letzte. Dün, 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 dün. Meins hat Fehler, glaube ich. Du hast einen Fehler. Ha, auch fertig. In der Ruhe liegt nicht unbedingt die Kraft. Es gefällt mir einfach nicht. So ein Einkaufskorb in Mini, wo man seine Lebensmitteleinkäufe so nach Hause tragt. Und dann kann man es auch stapeln. So Obstkörbe. Hey, es ist ästhetik. Ich stelle das jetzt mal in den Hintergrund, weil ihr wisst ja, wie das so ist. Wenn einem Trends nicht gefallen, muss man sie lange angucken. Vielleicht gefallen sie mir am Ende des Videos. Könntest du es wenigstens so ein bisschen ästhetik aufstellen, so? Und dann mache ich noch hier Nuki-Fläschchen rein. Eine Kerze. Wir können einen Ästhetik-Flohmarkt machen. Oh, oh, oh. Das ist wieder was zum Aufbauen. Das kannst du ja machen. Dann bekomme ich es am Ende aber auch. Dieses Ästhetik, dreistöckige, transparente Aufbewahrungsregal, das auch noch drehbar ist. Ich folge natürlich Schritt für Schritt die Anleitung. Hier kann man jetzt verschiedene Etagen auf welchen Höhen auch immer man möchte machen. Das ist schon praktisch. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, wie ich das hier gerade mache, aber ich mache es mal. Passt echt viel rein. Mal gucken, ob ich es überhaupt voll bekomme. Es ist aber so ein bisschen holprig. Also, es klappert halt sehr laut. Aber sonst ist es eigentlich ganz cool und praktisch. Was sagt ihr? Dim, dim, dim. Das ist schön. Das passt halt voll gut zu dir. Wisst ihr, ich habe so ein bisschen eine Hassliebe mit Armbändern. Ich finde die zwar schön, aber die sieht man halt nie. Schaut sweet. Mit Kristallen. Leute, wollt ihr was wissen? Diese Kette hat so komische Glieder, die dann die Haare einfangen und dann ausreißen. Kennt ihr das? Ist das jetzt gut oder schlecht? Dieses Enthaarungsmodul, wie man will. Und falls ihr euch fragt, wie man solche Dinge findet, ich habe einfach Aesthetic ins Suchfeld eingegeben. Und dann kommt so Kram wie Kristallkerzen oder Kristallarmbänder. Sieht ein bisschen aus wie diese Kette, die Babys tragen, wenn sie Zähne kriegen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Diese Vase habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Die ist gehypt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mag. Es ist eine Papiertütenvase. Aber nicht aus Papier, sondern aus Keramik. Die ist ja mini. Was für eine Blume könnte ich hier reinstellen? Das soll eine Vase sein? Vase 9 cm. Ich hätte mal online die Größe kontrollieren sollen. Gänseblümchen. Ich mag die Vase nicht. Ich habe mich entschieden. Aber in groß ist die echt cool. Also in normal groß. Leute, lest die Größen, wenn ihr was bestellt. Ich gebe es zu, es war mein Fehler. Und das ist einfach mal 100-mal größer, als ich es mir vorgestellt habe. Oh, für eine XXL-Packung Kosmetiktücher oder Taschentücher. Das ist ja riesig, das ist so monströs. Ich habe mir das so dezent vorgestellt. Ja, wer ist auch der Meinung, dass Taschentücherboxen einfach ugly aussehen? Und hier macht man die Taschentücher in frei rein. Stell dir vor, Leute sind irgendwie so, was stellt denn die Taschentücherbox rein? Du musst dich die Taschentücher raustun und dann da rein? Ja, das mache ich bei meiner Katze auch. Ich habe eine Katze. Wie geht's überhaupt auf?
herkömmliche Taschentücherbox. Ich mache die so am Rand auf und hole alles raus. Deckel zu. Tada! Tschüss! Es war schön, euch die Katze zu haben. Das Kissen ist bequem. Die Dinger gefallen mir immer noch nicht so. Das Pupskissen behältst du also. Danke an alle, die uns schon abonniert haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!